Lang lebe Giovanni! Kramux kreischt das Passwort mit exakt derselben Stimme wie Lambda heraus. Exakt. Müsste nicht eigentlich, ich bin jetzt leider kein Anatomiker, ja? Ich bin leider kein Anatomist für sowas. Aber müsste für eine gleiche Stimme nicht auch der Halsbau derselbe sein? Also für eine exakt, mit exakt der gleichen Stimme? Es hängt ja von Länge, Lage und der Stimmbänder und alles Mögliche ab, aber. Könnte man meinen. Vielleicht ist das gar nicht Kramux. Sondern Manuel Neuer. Das hast du jetzt gesagt. Ja, ich wollte es jetzt schon. Ja. Das sprachgesteuerte Schloss löst sich. Genau, Kramux verpisst sich. Kann ich das eigentlich fangen? Nicht, dass ich es fangen wollte, aber könnte ich? Glaub nicht. Okay, es ist weg. Ja, schade. Athena, stehen geblieben! Wenn wir zulassen, dass sich ein Balk wie du hier so aufspielt, wird der Ruf von Team Rocket dadurch immer mehr Schaden nehmen. Das wäre nicht nur schade, sondern auch eine Schande. Ich überlege gerade, ob sie versucht hat, ein Wortspiel zu machen. Weil Schade und Schande, das klingt so ähnlich, ja? Verstehen Sie? Ja, da dachten sich die Römer wohl, schlag den Rab ans Kreuz, ja. So. Und genau deshalb werden wir hier langsam mal den Schlussstrich ziehen. Hashtag Partyende. Weißt du, die ja. Du magst noch... Muss ich eigentlich weitermachen? Genau, ich hab ihn übrigens, ja. Den Fehler. Ja. So, by the way. Ja. Bitte. War tatsächlich Kristall? Mhm. Folge 1? Ach, Folge 1 sogar, ui. Ja. Bitter. Also, ich habe jetzt gedacht, das kommt bei Mr. Pokémon, aber tatsächlich schon Folge 1 bei Professor Lind. Ja. Und du redest mit ihm und dann... Moment. Hier, ich schreibe an etwas, das ich bei einer Konferenz vorlegen will. Jetzt hast du vorgespult, was machen wir? Mann, wo war denn der jetzt? Hier, genau, ich möchte, dass du ein Pokémon trainierst, DASS, ich vor kurzem gefangen habe. Ja, ist doch alles richtig, was willst du? Ja, klar, aber... genau. Ich meine, das ist sowas von offensichtlich. Ja, ich war in Folge 1 und du warst dabei. Du warst dabei, oder? Warst du dabei? Ja, war ich. Ja. Nein, denkst du, ich kann mich auf irgendwas konzentrieren, wenn du dich, glaube nämlich... Junge, komm mal wieder runter. Junge, bist du bescheuert, oder was? Ja, das auch. Ich rage über die Entwickler, nicht über dich. Nee, das ist auch ein Stück weit Kritik an mir, ja. Weil du hast dich ja über mich aufgeregt, dass ich den Fehler nicht gesehen habe. Ja, so. Das war Schritt 2. Ich bin aber dann wundern, dass ich mal bei dir vorbeikomme und dich zusammenschlage, ja? Ich hab doch gesagt, du sollst es nicht öffentlich machen. Es entwickelt sich in eine komische Richtung. Ja, wollen wir einfach weitermachen? Oder? Ja, komm. Ja. Ich war auch gerade unsicher, ne? Entwickeln in komische Richtungen. Habe ich gedacht, sowas wie. Sowas, keine Ahnung. Glurak nach links oder so. Lieber nicht. Ja, war auch irgendwie, weiß nicht, war unsicher. Sollte man. Ja. Ungut. Ja, Dragoran macht eine Runde fliegen. Warum auch nicht? Man kann mich ja einfach im Stich lassen. Super, super. Ja, übrigens, wenn die es nicht mitbekommen haben, weil ich den Dialog geskippt habe, weiß mir egal. Wir kämpfen mit Siegbert. Schnösel. Siegbert! Ja. Wir kämpfen mit ihm zusammen gegen irgendwelche Rocket-Typen. Ganz hohen Rocket-Tiere, was weiß ich. Garros kriegt Level 33. Könnte Dragoran bitte mal, ja, ficken? Ja. Muss man so klar sagen dürfen. Auf welchem Level war sein Dragoran? 40. Ja, das hat mich damals auch aufgeregt, aber das ist nur eins von vielen Beispielen. War was aufgeregt, was? Dragoran bekommt man doch erst ab
55 oder so. Echt? Ja. Ziemlich spät auf jeden Fall. Stimmt, ja, ja, ja. Ja, er hat die Skills, ne? Ja, ja. Ja. Er hat es nicht nötig. Jetzt mal was anderes, ne? Dieses Eiszahn-Ding ist tatsächlich ziemlich nützlich. Ich hab's einfach nur nicht gesehen. Weil Pflanze, Flug, Boden. Okay, Drache, aber trotzdem. Und ich hatte die ganze Zeit Kramurks und ich habe dauernd mit Biss angegriffen. Ja. Traurig. Passiert, glaube ich. Ja, nee, würde ich gar nicht sagen. Wie konnte Duflo meinen Eiszahn überleben? Gute Frage. Wie zum Fick, ja? Hat Duflo irgendeinen Zweittyp? Was, irgendwas Gift oder so? Nee, Gift wäre egal. Pflanzegift oder Käfergift. Das sollte eigentlich beides sehr effektiv sein. So. Komisch. Na, soll mir recht sein. Mein Gyarados ist ja nur fast tot, Dragoran, wenn wir fast überhaupt nichts eingesteckt. Kann man ja machen, ne? Pff, ist ja nur mein Pokémon. Ja, passiert. Einfach mal gut kämpfen wäre auch irgendwie dumm. Ach, und wenn schon. Jetzt, wo unser Sendeexperiment geglückt ist, kümmert es mich nicht, was aus diesem Versteck wird. Ja, stimmt ja eigentlich. Ich meine, die haben ja den Beweis gerade. Sie hatte den Beweis neben sich stehen, dass es funktioniert hat. Nämlich das rote Gyarados. Es steht diagonal von ihr. Was will sie mehr? Unsere Sache ist sehr viel größer als das hier alles zusammen. Das ist eine gute Schätzung. Du bist. Ich meine, muss man dazu irgendwas sagen eigentlich? Ja, müssen und sollen, das sind so Wörter. Ja. Also kommen wir jetzt zurück zur Sache. Ja. Womit wir wieder... So. Für alle, die es nicht wissen, und das sind einfach mal alle, ja. Nach der letzten Aufnahme haben Loni und ich noch so gefühlt, keine Ahnung, so 10 Minuten haben uns noch so unterhalten. Ja. Und um dich mal zu zitieren... Mhm. Meinst du nicht, wir sollten es einfach mal lassen? Das artet inzwischen aus. Oh, das würde ich so gar nicht sagen, ne? Das hast du so aber gesagt. Also ich finde es eigentlich immer noch ziemlich witzig. Also es ist immer noch ziemlich krass am Fieken, ja. Nein, 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 okay, okay. Okay. Wo entstand, ich meine, wo war das Kristall damals? Ja. Ja, wie lange ist das her? Dreiviertel Jahr. Ja. Classics, merkst muss ich sagen. Du auch selbst, oder? Nein, nein, finde ich gar nicht. Also. Ja, man muss so ein paar Classics auch beibehalten, finde ich, ja. Ilya ist immer noch ein Verbrecher. Ja, stimmt. Mir fällt nichts anderes ein. Ja, stimmt. Ja. Also, habe ich noch irgendwelche großartigen Running Gags? Glurak. Ja, stimmt. Gut, die New Kids Giga F-Tasten. Wenn man die als Running Gag sehen will. Aber ansonsten? Ich glaube, das war's. Ich müsste einfach wieder durch die Loni-Maschinen schauen und schauen, was noch so aktuell ist. Mach ich vielleicht. Könnte mal. Man durchaus tun. Ja. Du wirst schon noch sehen. Von Team Rocket nimmt man sich lieber ein 8. Sieh diesem Tag mit Freude entgegen. Ich glaube, das war eigentlich eine Frau, aber ist egal. Stimme muss man, ne? Kennt sich aus. Muss man sich einfach mal gönnen. Warum auch nicht? Nimm's mir nicht übel, Timogloni. Du hast dich eben so ins Zeug gelegt, dass ich mich erstmal zurückgehalten habe. Ja, genau. Na klar. Natürlich hast du dich zurückgehalten. Denn Drago hat einen Scheiß gemacht. Meine Stimme wird nicht hoch. Ich meine, kommt am Anfang angeschissen. Oh, Loni, nein, warte, 1-2 ist unfair, ich helfe dir. Aber danach, ich habe mich zurückgehalten. Nee. Ich ficke deinen Dragoran. Buchstäblich. Na gut, jetzt müssen wir noch dieses seltsame Signal stoppen. Diese Maschine ist an allen schuld, aber ich finde nirgendwo einen Schalter. Ja. Diese Maschine heißt Loni-Maschine. Das ist an allem schuld. Jetzt will ich es wirklich wissen. So. Das tolle Togaloni-Wiki
wo, was auch total interessant und informativ ist. Weil da geht's zu Lumi-Maschinen. Das ist der einzige Sinn davon. Ist der Link noch aktuell? Ja. lm.earworks.de. Ja, okay, gut. Okay. Ach, das ist ja der Hammer. Demolition Company. Für mich wäre das nichts, Polizei. Let's play Lonely Machine. Ja, machen wir jetzt einfach mal live, ne? Lonely Machine Speedrun. Das ist doch lächerlich. New Super Mario Bros. Wii. Why are my tacos so fresh? Because they are made of local ingredients. Robust aus einem Let's Play, das es nie gegeben hat. Ja. Ja, das stimmt. War so ein Easter Egg. Ja, stimmt. Einige würden sagen April-Scherz. Ja, muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Nee. Polizei. Damn you, Ilya! Demolition Company. Ich weiß auch nicht warum, aber die meisten Zitate hier, habe ich das Gefühl, sind entweder Pokémon oder eigentlich eher Simulator. Ich glaube weniger New Super Mario Bros. Also ich hatte die Idee mit der Lonely Machine damals, als du den Polizeisimulator gespielt hattest, also... Genau. Ja, kann schon Pokémon hinkommen. Platin. Also ich glaube, die ersten 25, 26 Zitate überhaupt, die bestanden nur aus Zitaten aus dem Polizeiprojekt. Ja, das ist witzig, weil Polizei 2013. Ja, und ansonsten, ja, Pokémon. Stabil. Die Super Mario, New Super Mario Bros. Ja. Let's Plays. Hm. Ja, und alles andere, das sehe ich ja nicht. Ja. Finde ich auch gut, dass du ein sehr treuer Zuschauer bist. Ja. Der über alles Bescheid weiß. Jupp. Fixer. Das kannst du eigentlich auch nicht vertreten, ne? Pokémon Gelb. Habe ich das jemals gesagt in Pokémon Gelb? Das kannst du eigentlich nicht vertreten? Hast du. Das war überhaupt nicht. Du musst aber selber wissen. Ich meine, das kann man alles mal machen, aber kannst du einfach mal sein lassen. Leck mir eine Ohren. Trust me, I'm Lonely. Ja. Wow, trust me, I'm Lonely, echt. Ja, ja, eben noch trust me, I'm Lonely. Ja. Ich auf neues Zitat. Nicht. Schön. Bist du echt so breit oder was läuft? Das kann ich mich auch noch erinnern. Ich glaube, wenn ich da mal in einem Jahr draufschaue, ich hätte mich an nichts erinnern können, was ich jemals gesagt habe. Für mich wäre das einfach nichts. Das geht nicht. Wir spielen übrigens nebenbei Pokémon, aber das ist ja auch egal. Was übrigens auch noch ein Running Gag ist, wenn er auch jetzt in den Let's Plays eher seltener vorkommt, aber er besteht. Ja. 7.30 Uhr. Ja, ab und zu gibt es noch Tweets dazu und ich denke mir, Leute, das, ihr seid echt oldschool. Man muss sich auch einfach mal gönnen dürfen. Pokémon Soul Silver. Herzlichen Glückwunsch. Zeitlich aktuell? Ja. Ich glaube, das war sogar das Letzte, was ich noch hinzugefügt habe. Echt? Hast du jetzt zwei aus Soul Silver? Man muss sich auch einfach mal gönnen dürfen. Boah, der war so flach, nicht mal Ilya hat gelacht. Pokémon und geht. Warum auch nicht? Ja, die beiden. Ja, stimmt, die beiden. So ein voller Feuerball, Junge. Dann kann ich mich auch noch erinnern. Ich meine, Platin ist das letzte Projekt, das Pokémon-Projekt davor und ich kann mich nur noch dunkel wie das Wetter. Wie das Wetter so. Daran erinnern. Wir sind einfach nur traurig. Ja. Diese Maschine ist in allem schuld, aber ich finde nirgendwo einen Schalter. Da gibt es nur einen Ausweg. Wir setzen die Elektroball außer Gefecht. Danach sollte auch dieses seltsame Signal nicht mehr gesendet werden. Für diese unschuldigen Elektroball tut mir natürlich leid, aber das ist ja egal. Ja. Die Elektroball irgendwie freundlich darum bitten zu gehen. Nein, das wäre dumm. Weißt du, Leute wie Siegfried, ne, sind der Grund, dass die Petermann dieses komische Pokémon-Spiel released hat. Free All Elements. Dieses, was war das? Pokémon Braun oder so? Das war, ich weiß, das war komisch. Was zum Fick? McDonalds. Ja. Pokémon Peter. Ah, da gibt's ja bestimmt. Pokémon Black and Blue, tatsächlich. Black and Blue? Ja. Or Gold and White? Das ist ja die Frage. Alter. Weißt du, es ist schon wieder alt. Es ist ungefähr 2 Wochen her, aber es ist schon wieder alt. Ja, genau. Aber womit wir wieder bei Misty werden, ist zeitlich aktuell. Ja, ist es auch. Ja, ist es. Durchaus. Pokémon Black and Blue. Gotta free them all. Wow. Da gibt es sogar Let's Plays von auf YouTube. Ich weiß auch eigentlich nicht, warum. Aber es gibt auch Let's Plays von Polizeisimulator. Vorhin gesehen. Nicht mehr Sinn. Ja. Vorhin gesehen, es gibt Speedruns von Deponia. Weiß ich. Das war meine Inspiration,
Also wer noch Captain Brave kennt, ne? Davon gibt es jetzt auch einen Speedrun. Habe ich neulich gedacht, mache ich einfach mal, ne? Captain Brave durchgespielt in 15 Minuten 50 oder so. Wenn man es anschaut, man versteht gar nichts. Man versteht nicht eine Sekunde lang, was passiert. Aber es war ganz cool. Ich kümmere mich um die rechte Seite, du übernimmst die linke. Politische Statements. Ja. Wie bist du eigentlich auf die Pony gekommen? Jetzt, ich meine, das war ja ziemlich random auch. Das kam ja irgendwie aus dem Nichts so. Ja, gute Frage. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich habe letztens nochmal drüber nachgedacht, über diese Speedrun-Geschichten. Mhm. Ich musste irgendwie daran denken, dass du ja bei Prince of Persia ja ein bisschen mal rasiert hast. Keine Ahnung, irgendwie habe ich dann drüber nachgedacht. Irgendwann kam ich zu Deponia. Ich habe alles Mögliche abgesucht. Ich habe keine Ahnung. Erstmal so Spiele, die ich kenne, ob es davon irgendwelche Speedruns gibt. Und ja, irgendwann kam ich dann bei Deponia an. Bestimmt, ich habe das auch mal gemacht. So alle Projekte, die ich gespielt habe, da war einfach mal Deponia dabei. Und wenn man sich das anschaut, also der Typ, ne, der ist einfach nur, der ist einfach krass, der es gemacht hat. Ich habe das Spiel durchgespielt, ich habe nichts verstanden. Das ist Wahnsinn. Und das hat mich dazu inspiriert und mir die Idee gegeben, in Zukunft Randall's Money zu machen. Das hat nämlich auch noch keiner gemacht und darauf hätte ich auch ziemlich Bock. Und ist das nicht dein Ernst jetzt gerade, oder? Nein, ernsthaft. Das ist eine Ankündigung, das ist eine Ansage, mein Freund. Randall's Money hat mich die ganze Zeit cool. So gefickt, ne? Mit diesen scheiß Dialogen, da gibt's einfach mal auf die Fresse jetzt. Gibt's einmal drauf. Einmal drauf auf die Fresse. Ja, ich habe ja auch irgendwann vor, keine Ahnung, 6 Monaten oder so angekündigt, yo, jetzt kommen Speedruns und ja. Ja. Ist bis heute noch nicht so der Fall. Nicht. Nicht wirklich. Bist du nicht Weltrekordhalter für Sonic? Ja, ich wär's gern, aber. Super Sonic. Du bist es nicht. So. Leider. Um deinen Satz zu vollenden. Nein, man muss. Das Ding ist, man muss auch einfach mal neue Spiele ausprobieren. Ja, ist auch ein Stück weit. Ich rede nicht gern drüber, aber. Mhm. Ich bin's nicht. Was gut oder was? Oh, the shots! The shots! Weißt du, ich lieg am Boden und du trittst nochmal rein. Ja, weißt du, ich bin voll reingetreten, Junge. Ich hau dich voll in die Fresse, Junge! Nee, finde ich auch gut, ehrlich gesagt. Nochmal richtig schön einen nachzugeben. Ich glaube, das ist so der Weg, meinen Frust an der Welt auszulassen, diese Raikou-Entei-Geschichte. So, was macht das halt mit einem, ne? Ganz ehrlich, ich an deiner Stelle, ich hätte mich ebenfalls verarscht gefühlt. Also. Vor allem das eine kannst du nicht kriegen, dann gehst du, keine Ahnung, paar Schritte weiter, kommt das nächste. Ich mach mal noch rum. Ich glaube, was ich in 10 Jahren, ich werde alles von diesem Projekt vergessen haben, aber nicht diese Folge. Das kannst du aber glauben. Diese Folge wird mich für immer so. Aber nochmal auf diese Speedrun-Sache zurückzukommen. Ja. Es gibt wirklich sehr viele Spiele, von denen es keine Speedrun gibt. Und man muss auch einfach mal was machen dagegen, ne? Stimmt. Einfacher Weltrekord, ganz, ganz locker. Aber man kann es auch übertreiben, muss ich sagen. Also, wie gesagt, es gibt einen Minesweeper-Speedrun. Ja, das habe ich. Minesweeper. Ich weiß es auch nicht. Das ist wirklich übertrieben, ja. Aber ganz, ganz reguläre Spiele. Es gibt einen Sonic R Speedrun. Alter, ich hab den angeschaut, der ist halt echt unterhaltsam. Weil das Spiel einfach nur komplett gefickt wird. Irgendein Signal wurde deaktiviert. Damit sollte am See auch wieder alles beim Alten sein. Das haben wir alles dir zu verdanken. Ja, ich weiß. Lass mich dir im Namen aller Pokémon Danke sagen. Ach ja, hier, nimm das doch bitte mit. Das habe ich vorhin gefunden, aber ich habe keine Wendung dafür. Ich dachte, ich kriege jetzt $200.000. Schade. Das nennt sich Whirlpool.
Oh. Ja. Ups. Das ist jetzt blöd. Ja. Bringe das ein Pokémon bei, um selbst stürmische Gewässer zu überqueren. Ohne. Wer kann denn Whirlpool lernen? Bla 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 bla. Ja, alter Siegfried ist mir egal. Wer. Hatte ich nicht. Irgendwen für Whirlpool? Visenio oder so? Ja, ich weiß nicht. Ja, also. Kann Visenio nicht schon vier? Wenn nicht Visenio, wer sonst? Garados. Ich glaube, Garados kann Whirlpool nicht mal lernen. Ja, oder? Vielleicht auch besser so. Doch, Garados kann tatsächlich Whirlpool lernen. Das ist nicht euer Ernst, ne? Okay, ich glaube, dann habe ich aber mein Garados Moveset, weil Stärke. Wäre vielleicht bei Garados besser aufgehoben. Möglicherweise. Nur so ein Gefühl. Ja. Okay. Nicht schon nochmal kurz, aber. Ist der Schneider. Surf. Nee, Surfer ist speziell. Das hat bei Garados nichts verloren. Das ist der Schneider Surfer Whirlpool Set Trümmerer. Das sollte das Moveset von. Visenior sein. Oder werden. Das Problem ist. Wo ist der Attackenverlerner? Ich frag mich das in jedem Spiel. Wo ist der blöde Attackenverlerner? Ich hab nie Ahnung davon, das ist uncool. Warte, ich guck nach, aber. Der Schneider ich wusste das schon mal. Ich wollte jetzt ernsthaft gerade sagen, der ist in Seegras Ulb City, aber da ist er nicht, weil. Ja. Hoppla, in der Generation geirrt. Ups. Ja. Kann ja mal passieren. Ja. Ich warte auf eine Antwort. Ebenholz City. Die nächste. Im Haus links neben dem Markt, also. Ja. Die nächste damit direkt? Das ist ja günstig sogar. Wow. Gut, dann mal Teleport zurück. Kann man jetzt nicht mal Argonia? Echt Ebenholz? Ja, da warst du doch drin. Du warst doch die ganze Zeit im Argonia. Ah, stimmt. Ach, ich hab. Ja, kein Kommentar. So, was ist mit dir, alter Mann? Warum lässt er mich nicht durch? Hör mal. Weil du erst die Arena machen musst. Ich wollte dir echt keine falschen Hoffnungen machen. Nur weil du mir einen Wutkeks abgekauft hast, kannst du nicht die Fresse halten. Ja. Das. War. Nicht euer Ernst. Mach die Kamera aus. Okay, jetzt komm hier. Dann drücke ich Garados halt schon mal Dingens rein. Stärke. Auch wenn es keinen Step-Bonus gibt, aber 80 physisch ist halt irgendwie doch sinnvoller. Bei Garados aufgehoben als Surfer. Naja, bestimmt schon. Ich weiß. Ja. Ich weiß, dass ich recht habe. Es kann immer noch kein Pokémon von mir fliegen. Das ist dumm. So viele Entscheidungen treffen. Wer soll fliegen? Wann kriege ich ein Flug-Pokémon? Nein, sag jetzt nicht Garados. Ernsthaft. Tu es nicht. Ja. Krieg ich nicht Glurak irgendwann? Garados, sagen. Ja, apropos Klick, kriege ich nicht Glurak irgendwann. Ja. Ich habe heute auch gedacht, die sind doch alle kaputt im Kopf. Ja. Ich habe jetzt, boah, keine Ahnung, im November oder Dezember zuletzt Alpha Saphir gespielt. Wollte es heute mal wieder ausprobieren. Ja. Hab dazu die Pokémon Bank oder Pokémon Bank, wie auch immer, mal gestartet. Wollte mal vorbeigucken. Ja. Labert mich so eine Olle zu. Ja, hier, weil du so ein treuer Kunde bist. Bitte, Tornuptu, Meganie, Imperator. Geschenkt. Warum denn auch nicht? Ja. Jeweils Level 50. Und ich dachte, ja, okay, cool. Man muss sich auch einfach mal gönnen. Wow. Wow.